In dieser Woche hat das Warten von Millionen und Abermillionen Fans endlich ein Ende, zumindest hierzulande, denn Denis Villeneuves neuer Film startet und dabei geht es um nichts Geringeres als Dune. Über 80 Jahre haben die Harkonnen den Wüstenplaneten Arrakis beherrscht und das einheimische Volk der Fremen unterdrückt, um das Spice, eine Droge, die vom Imperium für interstellare Raumfahrten benötigt wird, zu ernten, wobei sie reicher geworden sind, als man es sich in seinen kühnsten Träumen je hätte vorstellen können. Doch nun hat der Imperator eine Ablösung bestimmt und so soll fortan das Haus Atreides vom Planeten Caladan in diesen Genuss kommen. Doch warum tut der Imperator dies? Herzog Leto Atreides ahnt, dass er neue Wege gehen muss und will eine Allianz mit den Fremen schmieden, während sein Sohn Paul, geplagt von Träumen, einen dunklen, staubigen und schicksalshaften Pfad betreten muss, für den er alles andere als bereit ist. Und während die Wüste das Blut eines Hinterhalts aufnehmen wird, ist es Paul, auf dem die Hoffnung der Zukunft ruht und das Banner seiner Familie die Welt umstürzen könnte. Dune geht 155 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 16. September 2021 in den deutschen Kinos. Buchverfilmung, Science Fiction, Action, Drama. Gab ja auch eine Verfilmung 1984 und es gibt eine ganze Menge Stoff rund um diese Geschichte, die als unverfilmbar gilt. Und es ist eben der neue Film von Denis Villeneuve, dem Regisseur von unter anderem Prisoners, vom großartigen Sicario, dem visuell fantastischen Arrival oder auch dem Meisterwerk Blade Runner 2049. Dem kann man auf jeden Fall sehr vieles zutrauen und dementsprechend habe ich mich auf Dune gefreut. Ich habe ihn erst gesehen in der Pressevorführung mit Dolby Atmos und Originalsprache mit Untertiteln und dann nochmal auf der Social Movie Night gestern im IMAX. Da ist die Soundkulisse natürlich gewaltig, aber in deutscher Version auf gigantischer Leinwand. Und nach dem ersten Mal sehen, musste ich sagen, war ich nicht nur hin und weg, sondern ich dachte, ist es vielleicht das ewig Wartende, auf das man gewartet hatte, Beispiel eine Art Herr der Ringe nochmal zu erleben, einen ersten Teil, das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen, dieser Film ist nicht in sich abgeschlossen, weil er über einen rüber rollt, weil er unglaublich viel zu erzählen hat, weil er die Charaktere einführt, jeder Figur eine passende Geschichte gibt, dabei visuell eine einzigartige Kulisse kreiert, bei der man Bachelor- oder Masterarbeiten schreiben könnte, en masse, ohne sich jemals zu kreuzen mit einem Score von Hans Zimmer, der sich gefühlt ganz neu erfindet und ich nach dem ersten Mal sehen dachte, nicht nur was habe ich hier gerade erlebt, sondern was macht das mit mir? Warum sehe ich sowas so selten oder fast noch nie? Tagelang drüber nachgedacht, links und rechts am Wegesrand gehört, wie fasziniert die Leute von Dune sind, konnte ich es kaum erwarten, den Film ein zweites Mal zu sehen und auch beim zweiten Mal immer wieder Gänsehaut an den gleichen Stellen, ganz viele neue Dinge im Hintergrund entdeckt und direkt Lust, nicht nur die Fortsetzung zu sehen, sondern einen dritten Teil. Einen zweiten Teil. Aus Dune rauszukommen ist etwas, was ich schon viele, viele Jahre nicht mehr so erlebt habe. Und meine Hoffnungen waren sehr hoch und auch der Hype bei vielen anderen. Und dennoch überspringt dieser Film diese Messlatte. Und das liegt an ganz vielen Dingen. Und ich bin froh, in dieser Review jetzt hier viele meiner Gedanken rauslassen zu können. Ich will und werde natürlich nicht spoilern. Man könnte in einem Spoiler-Talk Stunden über Dune reden, ohne Scheiß. Und gleichzeitig möchte ich einfach all diese Gedanken zumindest ein wenig teilen, euch vielleicht auch vorbereiten, denn ihr könnt den Film ja ab diesem Donnerstag in den deutschen Kinos sehen. In den USA muss man über eine Woche länger warten. Das ist schon selten. Gehen wir erst einmal zurück. Denis Villeneuve, einer, der in seiner Jugend, fast in Kindheitstagen, herausgefunden hat, dass er Filme liebt, dass er das liebt, Dinge auf VHS damals aufzunehmen und dabei entsteht eben so ein grisseliger, manchmal auch sepiahafter, farbverzerrender Look, was für ihn auch immer Film bedeutete und der fantastische Filme gebracht hat, uns auf die große Leinwand, aber sein Kindheitstraum oder sein Jugendtraum. Seit über 40 Jahren will er Dune machen. Das hier ist also das, was er unbedingt immer machen wollte. Und er bringt diesen Look und er bringt diese Farben, er bringt diese einzigartigen Bilder, das auch in Kamera drehen, komplett in Wüsten zu gehen, egal wie tonnenschwer das Material ist, was man dort bewegen muss, wie aufwendig, wie lange man warten muss nach Wüsten oder Sandstürmen oder auch vielleicht direkt mit ihnen dreht, damit alles echt aussieht und man dabei
Bilder schafft, die teilweise völlig verschwommen sind und damit Figuren im Vordergrund und gigantischen Kulissen im Hintergrund seines Landschaften, seines Maschinen, seines Gebäude, die fast panzerhaft anmuten. Man bekommt ständig das Gefühl bei Dune, ein Epos nähert sich einem an. Ganz langsam kriecht es in einen rein und man kann einfach von der linken und rechten Bildecke von oben nach unten die ganze Zeit nicht die Augen von der Leinwand lassen. Es gibt so viel zu inhalieren, so viel zu sehen. Auch diese Begrifflichkeiten der Häuser, wie sie einander gegenüberstehen, was der Imperator bedeutet, wie man ein Imperium zusammenhält, was Macht und was Gier nach Macht ist. So viele große Themen, dominiert von Religion, von Schicksal, aber auch von Nachhaltigkeit, der Frage, wie gehen wir mit ihrer Umwelt, unserer Umwelt um? Wann können wir einen Planeten vielleicht in ein Paradies verwandeln? Wann ist Macht und Geld wichtiger als das? Brandaktuell war es wahrscheinlich immer. Und all das verpackte Denis Villeneuve in Dune. Und ich kann euch nur sagen, das macht er auf eine sehr elegante Art und Weise, teilweise mit dezenten und verdammt cleveren Einstellungen. Reden wir jetzt, um mal wieder etwas systematischer der Kritik näher zu kommen. Entschuldigt für meine Stimme, die ist so ein bisschen überlastet wegen gestern. Heute ein bisschen unfrisch klingt, aber reden wir über den Cast. Und diese Kritik dürfte insgesamt länger werden, weil auch dort eine ganze Menge zu bereden ist. Timothy Chalamet, einer der upcoming Shooting Stars. Ich glaube, seit Call Me By Your Name, einer, den kann man nicht vergessen. Und der wird eine ganz, ganz große Karriere in Hollywood vor sich haben. Spielt Paul Atreides, einer, der im Buch 15 Jahre alt ist. Er selbst, als er den Film gedreht hat, war 23 Jahre alt. Aber der hat etwas so unglaublich Junges, wenn man ihn anschaut. Und genau darin hat sich Villeneuve auch verguckt und gleichzeitig hat er eine Weisheit in den Augen, in seinen Blicken und er trägt jede Szene, jede Sekunde in diesem Film so gigantisch gut, weil es eben auch die Geschichte einer schicksalshaften Vorhersage ist, dass er sich nicht aussuchen konnte und gleichzeitig, was er ablehnt und dennoch einen Pfad geht, gegen den man sich nicht wehren kann, wo auch immer wieder gesagt wird, man muss sich nicht schämen für das, was man ist. Allein einzelne Statements, die per Voice-Over einfließen im Dune, sind Dinge, darüber kann man ewig lange nachdenken und er bringt, obwohl seine Füße ist, und das wird auch direkt angesprochen, relativ minimiert ist, trotzdem eine Agilität mit in den wichtigen Situationen und eine Tiefe in seiner Trance und in seinen Visionen und seinen Träumen und in seiner Sorge, wo er seinen Weg lang gehen muss, dass ich sagen muss, Chapeau, Timothy Chalamet, einer der Besten. Sehr spannend auch Rebecca Ferguson als Lady Jessica. Also sie ist die Mutter, eine ganz besondere Mutter-Sohn-Bindung, aber auch politisch in einer Welt, die auch nochmal wie wandelt zwischen den Welten. Da will ich nicht spoilern an dieser Stelle, aber es ist eine ganz schöne Bindung, die da zwischen Mutter und Sohn erzählt wird, die auch auf Distanz funktioniert und sie quasi wie aneinander gekoppelt wirken mit spannenden Talenten. Oscar Isaac, der Vater, der Herzog der Atreides, einer, der seinen Platz selbst an der Spitze des Hauses nie immer wirklich wollte, deswegen allein schon seinem Sohn nahe ist, aber in Rüstung gepackt oder am Rad sitzend eine Führungsperson, die man sofort merkt, der kann führen, der hat Verantwortung, der strahlt Ruhe aus und er erlangt auch früh Erkenntnis über das, was bevorsteht, schmiedet deswegen Pläne, aber vielleicht auch gegen die Zeit zu langsam, aber sieht unglaublich wie jemand aus, der ein Haus auf positive Art und Weise führen kann, zu dem man aufschaut, zu dem man Loyalität hat. Da kommen wir dann zum Beispiel zu Jason Momoa, der freundliche, große Riese als Duncan Idaho. Ein Kämpfer, bekannt im ganzen Imperium, als einer der wahrscheinlich zwei Besten und gleichzeitig einer, der die ganze Zeit auf eine kumpelhafte Art und Weise agiert, der heroische Momente im Kampf hat und obwohl er ziemlich gut spielt, fast die schlechteste Performance im Cast abliefert, das muss man erst einmal sagen. Josh Brolin dabei als Gurney Halleck, der zweite Kämpfer, der wiederum Loyalität in Person personifiziert, der immer das Schwert zieht, wenn sich irgendjemand einem zu beschützenden Menschen zu nahe kommt und der ganz stringent sagt, gekämpft wird, wann immer es ist, dafür gibt es keine Stimmung, der knallhart ist und in seinem Alter eine unglaubliche Physis daherbringt und wenn man allein diese Namen in dem Cast hört und es geht noch weiter, dann weiß man, man muss Dune einfach anschauen. Ein Film, den ich wünsche, dass er unglaublich erfolgreich an den Kinokassen wird, weil er Blockbuster ist und zugleich das Publikum komplett mitnehmen kann auf eine künstlerische Art und Weise, wo einfach viele zusammenkommen können und verstehen können, dafür ist eine Leinwand gemacht. Dune auf HBO Max, auf dem Fernseher das erste Mal sehen, auf gar keinen Fall. Das funktioniert nur im Kino, das zu erleben. Dann hätten wir Dave Bautista dabei, als Glossu Beast Rabban. Ziemlich wenig Screentime, die er dann hat, zeigt, wie fies er ist. Das Haus der Harkonnen als Kämpfer mit anführend ist er eben genau dieses fiese Gesicht, wo man das Gefühl hat, oh ja, da versteht man schon, auch in dieser Art und Weise, wie die angezogen sind, gibt es so eine klare Verortung in Gut und Böse innerhalb von Dune. Aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil man einfach bei so vielen Dingen, die man erlebt und sieht, auch diese etwas klare Trennung durchaus braucht, damit es nicht noch vielschichtiger und viel ebener wird.
dann hätten wir Stellan Skarsgård als Baron Vladimir Harkonnen. 7 Stunden Make-up an jedem Drehtag, wie ein Nilpferd als Mensch, wird er mehr oder weniger bezeichnet in der Presse. Und sein erstes Auftreten ist schon so massiv und er verkörpert die Macht oder die Gier nach Macht und Geld, den Kapitalismus, was man in seinem Egoismus und in der Egozentrik dabei alles hinten anstellt, dass man bereit ist, dafür alles zu opfern. Diese Figur ist ekelhaft und widerlich und richtig stark gespielt, wenn sie schwitzend sich kaum bewegen kann und dann, wenn sie sich dann mal fortbewegt, das komplett konterkariert ist, weil das eben mit einer gewissen Leichtigkeit funktioniert, dass das ein sehr spannender Kontrast ist. Javier Bardem dabei, als Stilgar, einer der Fremen, klingt im Originalton übrigens wesentlich besser als in der deutschen Synchro, die sonst auch ziemlich gelungen ist, muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Von dem wünsche ich mir noch ein bisschen mehr, da wird es auch mehr geben auf jeden Fall, was wir noch sehen und erleben dürfen. Hat sowohl leichte Comic-Relief-Momente als auch was uns in eine neue Welt einführen wird. Will ich aber nicht spoilern an dieser Stelle. Charlotte Rampling noch, als eine Frau mit einer übergeordneten Macht, die quasi in Seelen schauen kann und die einen auch regelrecht erschreckt im Kino sah, wenn sie befehlt. Mit ihrem Talent. Und dann hätten wir noch Zendaya als Shani dabei, die lange Zeit eher Motiv ist, aber auch da werden wir mehr erleben. Und damit allein über den Cast zu reden und all diese Namen durchzugehen, ist das eine. Und jetzt gehen wir zum Technischen. Die Kameraarbeit, was für ein Wahnsinn. Dieser Film wurde digital gedreht, dann teilweise oder ganz auf 35 mm transferiert und dann wieder digital gescannt. Damit schafft man einen Look, der sieht aus wie teilweise aus einer anderen Zeit der Vergangenheit und trotzdem mit neuesten technischen Mitteln. Wie alles in Camera gedreht aussieht und nicht nur im Studio. Das sieht eben teilweise in der Wüste und so unglaublich echt aus. Die Designs von Flugobjekten, Tieren nachempfunden, die ich so als Flugobjektidee noch nie gesehen habe, gepaart mit einem Sounddesign und Effekten und dann aber teilweise auch die Größe in der Kamera eingefangen. Auf Dune oder auf Arrakis, diese Häuser, die wie Panzer sich gegen die Sonne, gegen die Hitze wehren, weil jeder Tropfen an Wasser, den man verliert, immer wieder ein kleiner Schritt näher zum Tod hin ist. Das sieht einfach alles so unglaublich stark aus. Und immer wieder dieser Kontrast zwischen kleinen Menschen und großen Dingen im Hintergrund lässt einen bei diesem Epos immer wieder verblassen als zuschauende Person, wie klein man sich bei Dune tatsächlich fühlen kann. Es ist einfach ein Wahnsinn. Allein die Farbpalette, wenn die Sonne gleißend hinunterbrennt, wie der Tod, der nur auf dich runterschaut, aber gleichzeitig unsere Hauptfigur in dem Wahn und der Angst der Zukunft in gelbstichigen Bildern verfällt und man gelb vermittelt mit dem Gefühl des Wahnsinns, aber es auch eine Szene gibt, die klein und rot mit Flüssigkeit umtränkt, ein Zeichen der Wiedergeburt unter anderem sein kann, dann kann man über die Farbpalette auch lange diskutieren in Dune, aber sie ist auf jeden Fall besonders oft mit gleißendem Licht und dann wieder auch sehr dunkel, sehr kontrastreich, aber auf jeden Fall sieht man es so nicht, man kann es sofort oder sieht man es so sonst nicht im Kino, man kann es Villeneuve direkt zuordnen. Und er hatte immer wieder das Gefühl, so leichte Arrival-Vibes genau bei diesen Kontrasten zu bekommen. Das Szenenbild sind verschiedene Planeten, da könnt ihr dann selber, da will ich auch nicht so viel sagen. Hans Zimmer hat abgelehnt, die Musik zu Tenet zu machen, obwohl er mit Christopher Nolan so lange zusammenarbeitet, um diese hier für Dune zu machen. Und ich habe das Gefühl, Hans Zimmer hat sich fast nochmal neu entwickelt. Dieses Hauptthema, wann immer es eingesetzt wird, in bestimmten Punkten im Film, jedes Mal Gänsehaut. Wenn dann auf einmal so schottische Dudelsackmusik mal kurz auftaucht, denkt man, okay, das soll zwar ein Haus charakterisieren, aber wo kommt dieser Kontrast her? Und immer wieder dieser laute, starke Rhythmus, sei es kriegerisch, sei es dann wiederum so ein fernöstlich-orientalischer Stil, der sich durchdringt und man immer wieder das Gefühl hat, mit in ein Abenteuer, in ein langes Abenteuer zu gehen. Sehr, sehr schwer, sehr, sehr schreiend die Musik und sehr, sehr in ein eindringend. Aber Denis Villeneuve macht bei seinen Filmen das ganz oft, dass er das Sounddesign und den Score sehr früh einbindet und den Film dort entlang hangelt. Und das merkt man hier. Also alle Hans Zimmer-Fans, Dune ist anders aus meiner Sicht, als man ihn sonst kennt. Und ich finde auch auf einem sehr spannenden, anderen Level. Make-up und Kostüm, die Rüstungen, die Gewänder, sowohl in Masse als auch in Klasse, richtig toll, muss ich sagen. Das wirkt erwachsen. Gerade diese Franchises, die so Interstellar-mäßig unterwegs sind, verlaufen sich ja gerne mal in auch bunteren und farbenfroheren Gefilden. Ich finde, das hier wirkt sehr erwachsen. Das wirkt sehr, sehr ausgereift. Das sieht wirklich fantastisch aus an dieser Stelle. Ich glaube, darüber könnten auch Kunststudenten allein eine ausführliche Arbeit schreiben, sage ich am Ende nur noch, dass die Effekte so ziemlich das Beste vom Besten sind, was ich seit langem gesehen habe. Welche Punkte bekommt Dune? Das steht wohl außer Frage. 10 von 10 möglichen Punkten im Genre als auch insgesamt. Mindestens ein drittes Mal werde ich ihn sehen. Ich werde mir jetzt auch parallel endlich mal die 80er-Jahre-Version anschauen. Ich denke mal, das wird ein ganz krasses Kontrasterlebnis. Und an dieser Stelle bin ich zumindest meine wichtigsten Gedanken zu Dune losgeworden. Ich glaube, im Podcast mit David werden wir noch sehr viel ausführlicher darüber reden. Aber es ist vielleicht ein Once-in-a-Lifetime-Film, zumindest für mich. Auf der Social Movie Night konnte ich Dutzende, also
konnten noch sehr viel mehr Menschen befragen, die Stimmung mitbekommen. Ich habe nicht einen angetroffen oder eine, die meinte, das war ein ganz, dass es nicht ähnlich gegangen sei. Und deswegen wünsche ich diesem Film maximalen Erfolg, euch maximale Freude im Kino. Wenn ihr Lust auf Dune hattet, sichert euch die Tickets. Guckt das Ding im Kino. Nur im Kino kann man das so erleben. Und an dieser Stelle bin ich am Ende meiner Review zu Dune ab diesem Donnerstag, dem 16. September, in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.